Lieber Hannes Fehlbert, du schreibst ja in deinem Buch Happy Globuli zum Thema Unterdrückung. Was kann sich der Leser oder was können wir uns denn darunter vorstellen? Ja, das ist nicht so ganz einfach. Um das Thema Unterdrückung zu verstehen, muss ich erstmal auf ein anderes Thema, auf ein Grundkonzept der Homöopathie eingehen. Nach unserem Verständnis ist niemals nur ein Teil des Körpers oder des Organismus krank. Die Leber, der Darm, die Nasennebenhöhlen oder sonst was, sondern immer der ganze Mensch. Für uns ist seit Hahnemann Krankheit eine Verstimmung der Lebenskraft. Ich habe das hier schon mal ein bisschen aufgezeichnet. Das sei der Mensch, wie man so sieht. Lassen wir ihn hier Probleme mit Darm haben, dann ist das für die Schulmedizin der Ort der Krankheit, die Krankheit. Für uns stellt sich das anders dar. Für uns ist der Mensch, wird gesteuert und belebt durch die Lebenskraft. Das ist eine Kraft, eine Instanz, die uns am Leben erhält und all unsere Funktionen steuert. Und Krankheit heißt, dass diese Lebenskraft aus den Fugen geraten ist, verstimmt ist, wie wir sagen. Und es geht darum, diese Lebenskraft wieder in Ordnung bringen. Und was kann man sich jetzt unter Lebenskraft wirklich vorstellen? Na, wie gesagt, nach unserem Verständnis ist die Lebenskraft die Instanz oder die Kraft, die uns überhaupt am Leben erhält. Ja, die sorgt dafür, dass unsere Systeme, unsere Organe so perfekt funktionieren, dass unser Körper so perfekt funktioniert, unser Stoffwechsel so perfekt funktioniert, ohne dass wir das überhaupt merken. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das geht ganz automatisch. Bei unserem Tod allerdings verlässt uns diese Lebenskraft und dann fehlt diese ordnende Instanz und dann zerfällt der Körper ziemlich schnell in seine Einzelteile wieder. Was man noch dazu sagen kann, ist, sie ist nicht materieller Natur, sondern eher geistartiger Natur. Und deshalb kann natürlich die Naturwissenschaft und auch die Schulmedizin mit ihr nichts anfangen, weil hier zählt bekanntlich nur das Materielle. Es gibt aber genügend andere Kulturen, es gab auch andere Zeiten bei uns, wo diese Lebenskraft durchaus bekannt, allgemein bekannt war. Indien zum Beispiel, die Inder nennen sie Prana. Im ostasiatischen Raum, in China, Korea, Japan, da sagt man Ki oder Chi dazu, je nachdem. Ja, sie wird in der Akupunktur beeinflusst oder mit bestimmten Körperübungen, wie beim Tai Chi. Oder die alten Griechen nannten es Pneuma und unsere alten Vorfahren, die Germanen, die nannten es Od. Also es ist eine ganz altbekannte Sache. Und allen gemeinsam ist die Vorstellung, dass das die Kraft ist, die uns eigentlich am Leben erhält. Und was hat jetzt das eine, die Lebenskraft, mit dem anderen, mit der Unterdrückung zu tun? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Lebenskraft hat, so wie ich das sehe, zwei ganz wichtige Funktionen. Zum einen, das habe ich schon gesagt, erhält sie uns am Leben und steuert unsere ganzen Funktionen. Und zum anderen versucht sie, wenn Störungen auftreten, diese Störungen so gut wie möglich auszugleichen. Man könnte auch sagen, zu reparieren. Okay. Und wie macht sie das? Das macht sie, ich drücke es mal ganz einfach aus, indem sie versucht, das Problem so weit wie möglich nach außen zu projizieren. Okay. Ja, was heißt das, nach außen projizieren? Naja, wir müssen uns vorstellen, dass unser Organismus eine Hierarchie hat. Es gibt wichtigere Systeme wie Herz-Kreislauf-System zum Beispiel oder unser Gehirn, unser Nervensystem. Und es gibt weniger wichtige Systeme wie zum Beispiel die Haut. Ja? Also eine Störung auf der Ebene der Haut hat für uns einen anderen Stellenwert wie eine Störung auf der Ebene, sagen wir mal, des Darmes oder gar des Gehirns. Es gibt also für uns ein Zentrum und es gibt eine Peripherie. Okay. Kannst du uns denn da ein Beispiel geben? Ja, ein Beispiel, das wir leider Gottes des Öfteren schon erlebt haben. Ein Kind bekommt oder reagiert auf irgendeine Störung, sage ich jetzt mal, mit einem juckenden Hautausschlag. Und Neurodermitis ist ja heutzutage keine Seltenheit mehr, das kommt ja sehr häufig vor. Und ist vielleicht eine Folge davon, dass wir unsere Kinder die letzten 50 Jahre oder das Immunsystem
unsere Kinder sehr mit Antibiotika und Impfungen traktiert und geschwächt haben. So, behandle ich jetzt so einen Hautausschlag nur lokal und das heißt äußerlich, indem ich meistens Cortison verwende, dann verschwindet vermutlich dieser Hautausschlag. Aber was wir dann leider Gottes oft in der Folge erleben, ist, dass das Ganze mehr nach innen geht, dass in der Folge dann Probleme auftauchen mit der Atmung bis zum Asthma. Heißt das, dass wir zwar ein Loch gestopft haben, aber dafür ein anderes aufgetan haben? Ja, so kann man das nennen. Und man kann auch dazu sagen, wir haben das Problem nicht nur verschoben, sondern wir haben das Problem weiter nach innen gedrückt. Für uns ist Asthma-Atmungssystem weiter innen wie die Haut. Die Haut ist mehr außen. So, der Hautausschlag, der ist zwar lästig, aber er ist nicht bedrohlich. Das Asthma, das ist jetzt nicht mehr nur lästig, sondern das kann wirklich sehr bedrohlich werden. Und das ist das, was wir Unterdrückung nennen, wenn wir mit einer Behandlung den Schwerpunkt der Erkrankung mehr nach innen treiben. Wir vertreiben das Problem außen und treiben es mehr nach innen. Das ist der Weg der Krankheit. Der Weg der Gesundung ist genau umgekehrt. Der Weg der Gesundung ist von innen nach außen. Und das sehen wir oft bei einer homöopathischen Behandlung. Zum Beispiel, wir behandeln ein Kind mit Asthma und das hat in der Vorgeschichte Probleme mit der Haut gehabt. Dann sehen wir sehr häufig, dass das Asthma besser wird, aber der zuvor unterdrückte Hautausschlag kurzfristig wieder auftaucht. Und das ist für uns dann ein gutes Zeichen. Mhm. Und warum ist das so? Das ist so, weil wir eben in der Homöopathie den ganzen Menschen behandeln und nicht nur dieses eine Lokalsymptom. Man kann sagen, dieses Lokalsymptom ist wie so eine Art Ventil für diese verstimmte Lebenskraft. Und verschließe ich dieses Ventil, dann sinkt der Druck ja nicht, sondern der Druck steigt an. Und der Druck muss sich jetzt ein zweites Ventil suchen. Und dieses zweite Ventil ist in der Regel dann nicht mehr ganz so harmlos, sondern ist weiter innen und somit gefährlicher. Du hast ja in deinem Buch ein anschauliches Beispiel mit dem Lämpchen im Auto gebracht. Ja, das Lämpchen im Auto, das gefällt mir sehr, dieses Beispiel. Das habe ich dem guten alten Thorvald Detlefsen entliehen und das geht ungefähr so. Du fährst ganz friedlich am sonnigen Tag mit deinem Auto spazieren und im Radio hat es tolle Musik, du genießt den Tag und auf einmal siehst du am Display ein rotes Lämpchen blinken. Und du weißt, hoppala, da stimmt irgendwas nicht. Und du fährst die nächste Kfz-Werkstatt an und sagst, schauen Sie mal hier, mein Lämpchen, das blinkt da so komisch. Können Sie mal gucken. Der Kfz-Mann, der schaut sich das an und schraubt das Lämpchen aus oder er nimmt einen Hammer und haut auf das Lämpchen drauf. Das Lämpchen leuchtet nicht mehr und das kostet dich 50 Euro und sagt, wunderbar. Und du denkst, naja, okay, Lämpchen leuchtet nicht mehr, fährst weiter und hast unter Umständen nach 300 Metern dann einen Motorschaden. Ja? Also, nicht das blinkende Lämpchen war das Problem, also nicht das Symptom war das Problem, das hat ja nur auf etwas aufmerksam gemacht, sondern das erkrankte System dahinter, in diesem Fall der Motor, war das Problem. Und der gehört eigentlich in Ordnung gebracht. Okay. Und das Fazit daraus ist was? Ja, das Fazit daraus könnte man sagen, hau nicht gleich auf jedes blinkende Lämpchen mit dem Hammer. Heißt übersetzt, hau nicht gleich auf jedes Symptom mit irgendwelchen Maßnahmen, sondern schau, was steckt dahinter. Ja? Was braucht die Lebenskraft? Die Lebenskraft ist verstimmt. Und das Lämpchen ist wie ein Symptom, das aufleuchtet. Ja. Und das gilt es in Ordnung zu bringen. Zum Beispiel mit einem guten, passenden homöopathischen Mittel. Lieber Hannes, wir danken dir für dieses nächste Thema und wir freuen uns auf das nächste Mal.